Willkommen zurück zu FIFA 19 mit mir, dem Jaro 85 vom Knalltüten Gaming. Nach unserem geilen Sieg im Supercup in der letzten Folge gegen die Bayern sind wir jetzt gut drauf, haben ein Spiel absolviert in dieser Saison. Können wir mal gucken, was hier eigentlich los ist. Oh, sind bloß wir, da können wir uns aufhübschen. Ja, nee, wir wollen es jetzt hier nicht. Nee, wir wollen es jetzt nicht bearbeiten. Ich dachte, da kommen wir bei den Statistiken. Die gibt es doch bestimmt auch, ja. Mein Pro, Teambrich, Leistung, meine Karriere. Genau, da können wir mal reingucken. Vereine 1, Ligameisterschaft 0, gewonnen nationale Pokale 1. Gehalt über 10.500 Euro pro Woche. Damit lässt sich leben. So, unser Tor, insgesamt 9 Tore geschossen. Sieht schön aus. Sieht klasse aus. Nee, wir wollen nicht beenden. Wir wollen ins Training gehen, bevor unsere Saison anfängt. Aber heute suchen wir uns wieder frei was aus. Von den Standards direkt. Flanken in den Strafraum, direkter Freistoß, Experte. Ja, wir machen mal Expertenfreistöße. Das sind wir Experten. So, ein Wandertor brauchen wir heute nicht. Wir machen Rennen gegen die Uhr. Ja, wir können mal Rennen gegen die Uhr machen. Alles, was so schwer ist, können wir heute mal tun. Insofern es möglich ist. Verteidige das Minitor auf schwer, genau. Heute haben wir im Prinzip ein schweres Training. Pässe ins Minitor. Getimte hohe Steilpässe, genau, das läuft gut. Und als letztes noch. Gibt's wieder nichts. Schon Standards. 11 Meter. Na gut. Ist das ein Deal? Das ist unser Training für heute. Wir machen erstmal direkte Freistöße. Experte. Wir sind ja so schon saumies. Diesmal sogar ein Torwart mit dabei. Wir werden sehen. Gar nicht so übel. Ist mal was anderes. Es ist ja super, dass wir immer übers Tor schießen. Aha, es gibt doch für alles ja irgendwie Punkte. Auch wenn es nicht so viele sind. Der Torwart hält ja alles. So, und jetzt. Na, mehr Einsatz. Ja, das ist unser erstes Mal. Hätten wir vielleicht sogar unten durchschießen können. Probieren es mal so wie mit dem anderen. Der Torwart, der hält ja alles. Oh, der war gar nicht schlecht. Sah vom Winkel gut aus. Das ist eine Doppelmauer. Toll. Aber trotzdem, fürs erste Mal machen wir es ziemlich gut, finde ich. Oh. Torwart musste fliegen. Jetzt könnte man unten durchgehen, aber... No. Hätte man wahrscheinlich unten durchgehen müssen. Und der letzte Freistoß. Geht in den Himmel. Aber für Expertenfreistoß und dann gleich eine B-Wertung. Das ist doch ganz gut. Da können wir zufrieden sein. Und jetzt Rennen gegen die Uhr. Natürlich auch auf Experte. Erst beim Kreisrennen war das. Das geht jetzt. Dann rennen wir mal gegen die Uhr. So bestimmt weh, wenn man gegen die Uhr rennt, aber. Lauf, komm. Ja, es funktioniert aber gut. Die Uhr wird aber schneller. Jetzt sind wir wieder zurück. Ein Strich vergessen. Na gut. Halb so wild. Die Uhr, die sitzen sie auch im Nacken. Das ist rot, jetzt wieder weiß. Und es ist trotzdem ein A-Rang geworden. Trotz, dass wir einen Pfeil ausgelassen haben. Sehr schön. Verteidige das Minitor. Das müsste man ja noch können. Genau, das ist ja das. Da waren wir in der letzten Folge ja ziemlich gut. Oh, ja, da hat er gerade gar nichts gemacht. Sehr schön. Selbst mit dem Haken. Das hat das Spiel gar nicht so einberechnet. Was ist denn jetzt los? Jetzt klappt wohl das Verteidigen nicht mehr. Doch, es funktioniert noch. Gut dazwischen geschmissen. Ja, und schon wieder. Der ist weg. Jawohl, und das war wieder ein A-Rang. Sehr schmuck, das läuft. Und jetzt getimte hohe Steilpässe. Natürlich auch auf Experte. Ach, das war das hier. Das kennen wir ja. Das war kein guter Steilpass. Das war zwar ein Steilpass, aber kein getimter. Jetzt ist abseits. Was macht denn der nur? Kann er nicht ordentliche
Steilpässe bringen? Schon wieder abseits. Ja, oder so. Jawohl, der war doch mal richtig gut. Bindkopf. Ja, toll. Das war noch gespeichert vom letzten. Weggeschossen. Wir haben noch unsere Chance. Hoher Ball. Gut gemacht. Einen kriegen wir noch hin. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben den A-Rang erreicht. Das sah gar nicht so aus, aber naja. Präzise Elfmeter. Aha, also einfach dazwischen schießen. Das müssen wir da hinkriegen. So, und Penner ihn rein. Los geht's. Ja, das gibt's doch nicht. Klappt man das denn? Gut, der war drin. Gerade geschossen. Das dürfte man eigentlich auch hinkriegen. Ja, obwohl ja hier alles möglich ist. Ja. Oh, voll das wackelige Ding getroffen. Und letzter Elfmeter und Pfosten. Achso, nee, jetzt kommt erst der letzte Elfmeter. Eine Latte. Gibt's denn das? In C-Rang. Ja, das reicht. Wer weiß, was wir sonst erreichen würden. So, und nichts funktionieren. Aber trotzdem, wir haben trotzdem eine gute Wertung abgegeben. Und können damit in den ersten Spieltag der Bundesliga starten. Mal gucken, gegen wen. Ein Blick auf die Tabelle können wir uns ja sparen. Obwohl man mal gucken könnte, wer aufgestiegen ist. Das müssen wir doch erkennen. Hoffenheim wird unser erster Gegner sein, so wie es aussieht. Ja. Das steht gar nicht so weiter da mit der Tabelle jetzt. Doch, jetzt haben wir die Tabelle hier. Gucken wir mal. Bremen, Wolfsburg, Stuttgart? Nee. Ingolstadt scheint aufgestiegen zu sein. Tja, den Rest weiß ich jetzt nicht mehr. Müssen wir uns andere Videos angucken. Falls ihr wisst, wer aufgestiegen ist, falls ihr das erahnt habt, könnt ihr das gerne in die Videokommentare schreiben. Ich habe jetzt keinen Überblick bei den ganzen Spielen. Auf jeden Fall spielen wir das erste Spiel in Hoffenheim. Ball ist abgefangen. Im Training, vorm Spiel. Und das war's. Zweimal abgefangen, ist gut. Hoffenheim macht sich warm. Bisschen laufen. Das wird es regnen. Oh, wir machen uns gar nicht warm. Musik kommt. Erster Spieltag. Wir von rechts nach links. Hoffenheim gegen Leipzig. Passt. Los geht's. Natürlich gut, wenn wir jetzt gleich mit dem Sieg starten würden. Ja, ist sehr nass. Ah, der Pass war zu doll. Zu stark. Weg ist der Ball. So, und Hoffenheim mit dem ersten Angriff. Und es war wirklich ein Angriff. Chen. Und Gulaschi. Direkter Schuss von Werner. Oh! Gut gemacht. Sah schön aus. Aber, na gut. Es haben ihn ja auch 20 Millionen Menschen. Gegenspieler umringelt, umzingelt, wie auch immer. Das war irgendwie jetzt gerade sehr lustig. Und jetzt hoffen wir im Angriff. Der Spieler hat es nicht selber gemacht. So, und jetzt Angriff von uns. Gut gesehen. Rückpass. Eine Flanke. Aber nein. Das wurde doch etwas zu viel gewollt. Selbst die Annahme war unter aller Sau. Und Hoffenheim wieder. Aber jetzt ist ein Foul gepfiffen worden und keiner wusste warum. Gelbe Karte für Niklas Stierlin. Mal wieder völlig zu Unrecht. Keiner hat gesehen, dass es ein Foul war. Schiri pfeift einfach, was er will. Ja, das war ein kleiner Rempler.
Das war nicht mal was Brutales. Ich will mir doch nicht sagen, dass die Hoffmeimer das nicht auch machen. Kleinen Ball wieder verloren, sehr schön. Torwart! Gut gemacht, Gulaschi. Gut reagiert. So, wir kommen etwas schwer in die Partie. Und hoffen aber, dass sich da noch was ändert. Mit einem Sieg zu starten wäre schon toll. Aber dafür müsste man erstmal einen Ball haben. Hoher Ball. Jacho kann ihn nicht kontrollieren. Oh, jetzt spielt die aber auch ganz gut auf. Jacho hat den Ball geholt. Sehr schön. Jetzt? Das war planlos. Ideenlos. Einfach Mist. Gut erkämpft. Oh, gut ausgetrickst. Der Ball kommt hoch rein. Und wir haben Ball gut erwischt. Jacho wieder mit einem Pass. Die stehen aber auch gut. So, aber jetzt ja. Gut gesehen. Jacho schießt. Oh, und der Torwart hält. Es gibt Ecke. So. Aus dem Nichts ein Angriff und eine Ecke. Aber kein Tor. Und jetzt eine Flanke. Nein. So, wieder nix. Schuss. Oh. Knapp drüber. Sah aus wie Willi Orban. Gut gemacht. Aber trotzdem. Das 1:0 war es noch nicht. Jawohl. Wir haben auch eine tolle Abwehr. Hui! Das war so ein Schuss. Ein Schuss aus dem Nirgendwo. Abstoß von unserem Torwart. Tja, jetzt greifen sie wieder ein. Nein! Oh, gut gesehen. Und gut gemacht vor allem. Ein schneller Konter von uns. Mit dem nötigen Fehlpass. Und da ist Halbzeit. 1:0. Steht es nicht. Es steht 0:0. Man kann ja auch mal träumen. So. Das heißt, ein bisschen mehr Power machen, mehr Druck in der zweiten Halbzeit. Von links nach rechts spielen wir. Jacho am Ball. Jacho wartet. Aber auf was? Auf den Fehlpass hätte er nicht erwarten brauchen. Einfach so abspielen müssen nach vorne. So, jawohl. Und jetzt. Schussversuch. Au. Das heißt Schussversuch. Der Schuss war gut. Direkte Flanke. Aber der Torwart fängt ihn natürlich. Wie ein Apfel vom Baum ab. So, ein Rückpass. Spielaufbau. Ein klasse Fehlpass auf Jaro. Aber jetzt seine Chance. Ne, nicht wittert. Oh, was ist das denn hier? Schuss! Nein, nochmal Schuss. Nein, auch nicht. Was ist denn hier los? Oh. Action im Strafraum fast. Direkt weitergeleitet. Aber es war bloß ein Abtropfball. Schade, schade, schade. Den Druck, den ich eben erwähnt hatte, machen wir jetzt auch tatsächlich. Die Flanke. Aber kein Erfolg. Schuss! Oh. Die Schüsse sehen gut aus. Aber der Torwart von Hoffenheim passt auf.
Gute Abwehr. Kann ich schon immer wieder betonen. So, genau. Und Ball kommt. Oh je. Oh je, je, je. Ich versuche es auch wirklich aus jeder Lage. Aber einfach nur, man kommt hinten nicht ran. Die Abwehr von Hoffenheim steht wie eine Wand. Oh, 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 oh. Mach keinen Blödsinn jetzt. Nein! Und da fällt das 1:0. Für Hoffenheim in der 73. Minute. Das ist echt ungerecht. Wir machen das Spiel und Hoffenheim schießt das Tor. Das ist kein guter Saisonbeginn. Vom Ergebnis her. Aber noch bleiben ein paar Sekunden Zeit. Um zumindest ein Unentschieden rauszuholen. Das muss jetzt unser Ziel sein. Gesehen. Flanke auf Jaro! Au! Was ist denn das für ein Blindföllen? Das gibt's doch nicht. Oh, nee. Das war ein hundertprozentiges Ding. Und Jaro, du alte Pfeife. Du alte Pfeife, genau. Verhaust den Ball. Oh. Oh, Trottel. Okay. Wieder besinnen. Damit es nicht noch schlimmer wird. Was sind wir da hinten? Gulaschi hält. Schießt den Ball schnell nach vorne. Und Jaro hat den Ball. Einwurf für uns eigentlich. Ja, haben wir auch. Ja, gut gedacht, aber hier wurden aufgehalten. Ist da nicht irgendwie mal ein Pfiff oder sowas? Nee, nee, natürlich nicht. Ja. Fast so aus, würde Hoffenheim ein bisschen versuchen, auf Zeit zu spielen. Mir kann es ja egal sein, wie es jetzt hier weitergeht. Führen wir schließlich 1:0. Oh, wohl. Sie ist auf Zeit spielen. Die machen gleich weiter. Oh, Schwein gehabt. Nochmal eine Ecke. Timo Werner geht raus. Der Ball kommt. Gulaschi hält. Schießt den Ball nach vorne in der Hoffnung, dass noch irgendwas passieren kann. Aber wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Genauso ist es. Unser erstes Ligaspiel in der neuen Saison verlieren wir gegen Hoffenheim mit 1:0. Hätte fast sogar noch ein Unentschieden werden können. Hätte dort nicht Jaro 85 gestanden. Aber was sollen wir machen? Kann bloß bergauf gehen. Blick, wir auf Platz 17. Das ist schon böse. Können ja gleich noch auf die Tabelle gucken. Da waren noch einige nicht gespielt. Mainz führt die Tabelle an. Gefolgt von Düsseldorf. Und auf Platz 3 Borussia Mönchengladbach. So, damit wir uns von unserem 17. Platz erholen können. Machen wir jetzt eine kleine Pause und das nächste Spiel seht ihr natürlich in der nächsten Folge von FIFA 19. Bis dahin, macht's gut, euer Jaro. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.